Moin Leute, ich habe herausgefunden, wie man nachkommentiert. Das freut mich. Ich habe es bei iMovie versucht, dafür war ich zu blöd, weil iMovie ja eigentlich auch das Programm ist für die Einsteiger, sag ich mal, in der Videobearbeitung etc. Aber dafür war ich irgendwie viel zu blöd. Und die YouTube-Videos sind irgendwie auch nicht hilfreich, weil, naja, iMovie kostenlos, da macht jeder Depp ein Video. Jetzt habe ich mit Final Cut Pro die ganze Sache realisiert. Das klappt auch ganz gut. Da habe ich auch bei YouTube dann schnell was zu gefunden, wie man das macht. Aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ich möchte mit euch über dieses Gameplay hier sprechen. Das Gameplay hat mich auch dazu bewegt, sage ich mal, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Mit dieser Nachkommentiererei, weil ich ja eigentlich lieber live kommentiere. Erstens, weil es einfacher ist und zweitens, weil es irgendwie immer geiler ist, wenn man mittendrin halt kommentiert. Was habe ich dabei? Ich habe ein paar Perks dabei. Ich spiele ohne Abschussserien. Weil mir danach war, sag ich mal. Ich spiele die Ripper mit Schalldämpfer und erweiterte Magazine. Ich habe den Plünderer dabei. Und ich kann euch eigentlich genau sagen, welche Perks ich dabei habe, weil ich habe immer einen Pflicht-Perk-Stamm. Der besteht aus Vorbereitung, Konzentration, Totenstille und Verstärker. Und dann habe ich noch 4 Perk-Punkte frei und die habe ich mal an den Plünderer gepackt, weil ich ja ohne Abschussserien spiele, ohne Spezialist etc. Und in den Lagebericht. Da habe ich jetzt nur oben gegen geschossen, damit das mal ein bisschen knallt. Jetzt dachte er, oh Gott, ich wurde von hinten angehittet und rennt da zurück. Noob. Er hatte eine richtig geile Waffe, habe ich vorhin gesehen. Der hat mich, ich habe ja die ersten 2 Tode habe ich rausgeschnitten, die muss man nicht unbedingt sehen. Der hatte eine richtig geile Waffe, der hatte die AK mit Vordergriff, Schalldämpfer und erweiterte Magazine. Das ist natürlich brutal, ey. Habe ich aber gar nicht so oft verwendet. Ich glaube, einen Kill mache ich damit. Ansonsten habe ich die Ripper gespielt. Ich bin ja eigentlich kein MP-Spieler. Die Ripper, sag ich mal, ja, man kann sie spielen. Sie ist schon okay. Sie haben ja letztens auch die MPs allgemein hochgepatcht, außer die M-Tau und die Ripper. Das war auch ganz gut. Das konnte ich ja nicht durchschießen. Weil die MPs waren natürlich derbe schwach und das kennt man aus den ganzen Call of Duty Teilen eigentlich nicht. Die so schwach sind. Den habe ich auch gesehen. Ha, ich troll dich. Oh Mann, ey. Mit der Ripper habe ich sehr defensiv gespielt hier, weil ich, wie gesagt, halt kein MP-Spieler bin. Ich fehle ein bisschen auf Entfernung und so, weil ich halt dieses Rumgehampel nicht mag. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich auch kein Stalker-Spieler bin. Und deswegen mag ich das Rumgehampel natürlich mit der MP auch nicht, weil das ist ja so ähnlich wie Stalker im Sturmgewehr. Ein bisschen langsamer vielleicht, aber so ähnlich. Jetzt habe ich hier gehört, dass er seine Waffe aufgenommen hat. Dann ist er wieder oben drauf. Hier, seht ihr ja, erledigen sie 150 Gegner mit dieser Waffe. Das heißt, so oft habe ich die Waffe noch nicht in der Hand gehabt. Ich finde sie in diesem Submachine Gun Modus, finde ich sie richtig geil so. Hat ein schönes Iron Sight. Und feuert natürlich richtig drauf los. Vordergriff ist sie noch ein Stück geiler, aber ich bin so ein Schalldämpferkind, muss immer mit Schalldämpfer spielen. Und erweiterte Magazine muss hier auch auf, weil die brettert die Kugeln da raus, ey. Da ist das Magazin sofort leer und du kriegst vielleicht 2 Gegner, so wie du sprayst, also wie ich spraye. Und hier das gleiche Spiel nochmal. Guten Tag! Ist da am Chillen. Sowas habe ich mich gar nicht erst eingelassen. Da bin ich gleich abgehauen. So, Headglitchen und das mit der Ripper. Okay, wenn ich den Kopf vielleicht 2-3 Mal treffe, ist er weg, aber ansonsten lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Ich sag mal so, ich habe relativ. Na, defensiv will ich nicht sagen. Aber ich bin auch eigentlich nie in dieser Gegend hier, dieser Map, wenn ich frei für alle spiele. Also das ist das erste Mal gewesen, dass ich wirklich mich hier aufgehalten habe. Das hat auch ganz gut geklappt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir aus irgendeinem Grund nur 4 Leute waren. Und da kam, glaube ich, auch gar keiner hinterher. Das habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Ich sage immer so, ein bisschen Spruch. Never change a winning team. Und das sehe ich hier genauso. Also, wenn die Leute hierher kommen, und das tun sie, wie man sieht, und mir auf den Sack gehen wollen, dann sollen sie das tun. Und dann muss ich auch nicht irgendwo anders hinrennen. Warum soll ich denn zum Beispiel jetzt in die Werkstatt rennen und die kommen die ganze Zeit hierher? Und
Deswegen habe ich mich hier dann so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen zu meinem Areal gemacht. War schon alles ganz, ganz spannend. Haben sie die ganze Zeit rumgeschossen, das hat mich schön aufgeregt. Hier hat man gesehen, wie stark auch die Ripper ist und wie relativ präzise sie auch ist, auch ohne den Vordergriff im Submachine Gun Modus. Das ist schon wirklich sehr gut. Da war ich natürlich jetzt so, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte und der räumt mal gleich beide ab. Das ist natürlich immer die geilste Situation für alle. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen, ich wollte eigentlich nur eine kurze Einleitung machen, aber irgendwie bin da schon ein ganz schöner Labersack, ne? Ich habe ja auch kein Problem damit, hier mal 10 Minuten am Stück zu erzählen. Boom, 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 Headshot. Ich denke mal, langsam ahnt ihr schon, warum ich gerade dieses Gameplay hier gezeigt habe oder zeige. Aber egal. Es mag die Spannung nicht lindern. War ja schon ganz schön. Einer war halt die ganze Zeit über mir. Der kam jetzt runter, weil der hatte nämlich eine Satcom. Der hat mich ganz genau gesehen. Der wusste ganz genau, wo ich bin. Natürlich ganz schön dreckig da drin. Aber wie gesagt, ne, never change a winning team und da gehe ich da natürlich nicht raus. Warum soll ich da rausgehen? Soll mir einer verraten? Das würde keinen Sinn ergeben. Boom, platzt die Bombe. Schade, dass ich hier keine Killcam hatte. Hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich mag das immer, dieses Aggro-Knife in der Killcam zu zeigen. Das regt die Leute richtig auf. Guckt euch mal an, wie schlecht die Leute waren. Dann dachte ich so, ach du Scheiße, das Gameplay kannst du im Leben nicht hochladen. Nicht gegen so eine Noob-Truppe. Aber ich zeige jetzt gleich noch die Stats von denen und auch so, was die sonst so machen. Also das waren alles andere als Noobs. Der eine war nicht so gut, aber die anderen beiden hatten, glaube ich, eine 1,5er und eine 1,7er KD. Und hier der Summarize. Oder Summarizzle. Der ist Platz 166 in der FFA-Community. Also mit einer 1,5er KD. Also das waren wahrlich keine Noobs. Das war's von mir, alles Gute und tschüss, hier seht ihr noch die Klasse.